wird das wahrscheinlich machen müssen. So, die Ärzte hier gleich wieder durchjagen. Zack, zack, zack. Und den Rest ins ME-System schmeißen. Oh, leck. Ja, ist doch mein Witz. Ich glaube, der hat mir die Witze, ey. Du wolltest ja, natürlich, weil ich es kann. Der Blaze, ey. Klaut die besten Sachen. Die besten Sachen. Mach nochmal immer so ein T-Shirt, ne? Mit. Drauf. Mit so einer fetten Zunge. Ja. Lick genau. It. Licky, 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 licky. Free Lick. Schreib noch drauf, dann ziehst du auf der Gamescom an. Entschuldigung, ich hab grad realisiert, was ich da gesagt habe. Na, das macht man meistens erst danach. Der hätte doch was, oder? Ja, da gibt's ja keine Free Hugs, sondern Free Licks. Ja, ja, Free Licks. Lick for free. Lass auf, was für Gedanken bringst du mich hier nachts? Wieso ich? Ich weiß auch nicht. Weil du wolltest das T-Shirt an der Gamescom anziehen. Ja, mach ich auch. So, ich bring dir eins mit. Wieso mir? Also wer auf der Gamescom einmal an Ruzzle lecken will. Nee, du kriegst auch so ein T-Shirt an. Ja, wieso ich? Dann du machst dir ein T-Shirt mit Freelix, dann mach ich jetzt kommt's, komm. Jetzt musst du kontern. Oh Gott, ich kann gerade nicht denken. Lick for money, so. Also quasi, wenn ihr mir Geld gebt, dürft ihr das einmal machen. Nee, dann auch nicht. Ah, du denkst das also so rum. Ich habe es anders gedacht. One million, one lick. Also man muss mir kein Geld geben dafür, dass ich das mache. So. Ich wurde schon wieder angestupst. Von der gleichen Person? Ich weiß es nicht, ich möchte gerade nicht nachschauen. Warst du vorhin, aber willst du es nicht sagen? Jemand, der LOL spielen möchte. Und nochmal angepinkt. Und nochmal angepinkt. Wenn derjenige das jetzt nochmal macht, dann kriegt er von mir einen Kick. Dann pausiere ich wirklich nochmal kurz. Auch wenn ich dann schnibbeln muss. Das ist ein Real-Life-Name mit P anfängt. Weiß ich nicht. Jemanden, der mit C anfängt als Spielername? Nee. Okay. Weil der müsste es besser wissen. Jemand mit M. Mit M, ja, ich dachte es mir erst, okay. Nee, solche Leute können dann auch, Hast du kein No-Chat drin, oder was? Nein, habe ich heute ausnahmsweise mal nicht drin. Da könnte man ja fast von selber schuld sprechen, ne? Ja, eigentlich ja nicht. Eigentlich müssten die Leute, die hier am TS sind, wissen, wann unsere Aufnahmezeiten sind. Naja, wir sind aber wenn man halt beim ersten Mal pingen nicht reagiert, muss man halt auch nicht noch zweimal nachpingen, ne? So ungefähr, nein, das eigentlich du nicht. Kannst du jetzt endlich mal antworten, du alte Sau! Oh, Potzeile! Sag mal so ein schönes bayerisches Schimpfwort. So bestimmt irgendwas, oder? Hm. Jetzt, ja, das Problem ist, jetzt muss ich mich wirklich zusammenreißen hier. Damit es nicht zu. Okay. Komm, die Folge ist eh schon ab 18. Eine richtige ohrreinige Drecksau. Eine Drecksau? Eine ohrreinige, hab ich verstanden, aber was ist denn? Muss mir jetzt erklären, das stimmt fort. Drecksau hab ich verstanden. Aber was hast du davor gesagt? Ohrreinige. Diamanten! Das ist quasi so richtig eklig, ne? So. Einfach so. Achso. So eine richtige Drecksau, ja? Ja. Und nein, diese Person, die mich gerade angestupst hat, ist es natürlich nicht. Rosa wollte nur ein Schimpfwort wissen. Sagst du zumindest jetzt so. So, warum waren das eigentlich gerade schon wieder nicht mehr Dias? Ich verstehe es nicht. Das liegt an der Äquivalenzgleichung des postapokalyptischen Reiters.
Zertus Quarz drehenden Metallausgleichsfressen, was auch immer. Fressen. Fressen? Oh, jetzt verölfen und schmelzt Eisen ein. So, das kommt nicht mehr weiter. Ja, sollte es jetzt eigentlich reicher. Kabel habe ich oben drin. Achso, das war der? Dann werde ich jetzt noch die Spitzhacke kaputt machen und dann gehe ich nach oben und dann eine Quarry anschmeißen. Vielleicht kriegen wir da dann auch Zertus Quarz oder keine Ahnung. Auf alle Fälle eine Menge Müll wird bei rauskommen. Ja, meine Spitzhacken sind leider kaputt, ich kann nichts mehr machen jetzt. Ich muss erstmal hier. Oh, lala, will ich irgendwo ein Loch einbuddeln, damit ich da mein Zeug reinschmeißen kann? Denn was kriege ich? Zertus Quarz. Geil, ne? Ja, irgendwie nicht. Ich wollte mein Zeug da reinschmeißen eigentlich. Ist jetzt eigentlich schon Melone? Na, nein! Solltest du mal zum Arzt gehen, der kann dir sicherlich zwei geben. Meinst du eine Ärztin? Nö. Kannst du dir selber auch zwei Melonen geben lassen. Oh, diese Folgen heute. Ich kann mich beherrschen. Also eigentlich nicht, aber... Oh, eigene Melonen. Unabhängigkeit! Die kann man anfassen. Unabhängigkeit. Unabhängigkeit. Naja, ich weiß ja nicht so ganz, ne? Ob ich diese Unabhängigkeit möchte... Unabhängig! Ja, vielleicht nicht ganz so gut. Freedom! Was? Freiheit! Ja, Unabhängigkeit. Hashtag Unabhängigkeit jetzt in die... Wenn ihr auch... Okay, komm, lass uns. Wer weiß, wo das endet. Nichts Gutem. Ich glaube, ich befürchte auch. Soll nicht so viel Eisen verschwenden? Nehmen wir die Öfen mit, ne, die Öfen lassen wir stehen. Nehmen wir den Table mit, ne, lassen wir auch nicht stehen. Lass drauf. Dann gehen wir jetzt mal zurück. So. Hier war ich heute schon mal in diesem Raum. Ich glaube, das sollte jetzt zumindest für eine Quarry reichen. Und eine Diamond Chest reichen. Hoffe ich jetzt mal. Wir müssen ja halt wirklich teilweise leeren, beziehungsweise dann den Strom abschalten, wenn wir vom Server gehen. Wenn ich da wieder vergesse, den Server auszuschalten und das Ding buddelt und buddelt und buddelt und buddelt und alle Items despawnen. Aber dann haben wir, ich wollte gerade sagen, genug Items, aber nee, wenn sie natürlich despawnen, ist natürlich schlecht. So, jetzt gehen wir mal auf diesen Stockwerk gucken, ob es hier was gibt, ne? Zum Glück habe ich genug Brot dabei. Ja, da habe ich zum Glück auch noch ein bisschen was, wobei ich die Hälfte, glaube ich, schon weggefressen habe oder so. Ich glaube auch. Wow. Bin hier für ein Loch, wo ich da mal reingefallen bin, ey. So, die brauchen wir. Brutalst. Die brauchen wir. So. Ach, hör auf mich zu schießen. Ich glaube zwar nicht, dass das reicht an Kabel, aber man kann es ja mal probieren. 30, ne, das sind mehr als 30 Blöcke. Kann ich vielleicht nicht doch schon einen Tesseract bauen? Also ich baue jetzt erstmal die Quarry. So, das heißt, ich kniede die Diamonds. Ich kniede Iron, das wir nicht haben, doch hier. Gold. Hopper. So, reinschmeißen. Ja, das fliegt nie für ein Feuerball rum, ist ein Fledermaus durch Lava geflogen. Gut. So, wir brauchen eine Quarry. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Wir brauchen drei Eisenzahnräder, fünf Eisenzahnräder. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei Goldzahnräder. Ich glaube, vier Goldzahnräder, kann das sein? Ja. Eins, zwei. Jetzt brauchen wir nochmal zwei Gold.
Kann man die nicht? Warte mal. Ja, hast gerade gestorben, ich hab noch ein halbes Herz oder so. Ha. Wäre sehr ärgerlich gewesen. So, Blaise, ich finde keine Melonen. Eine Diamond Pickaxe. So, wir hätten eine Quarry, aber soll ich dir was sagen? Ja, sag mal. Wir haben kein Eisen mehr, ne? Doch, ich habe noch genug. Ja, du. Zu mir kommen, kannst du mir mit beim Melonen suchen helfen. Aluminium, Aluminium. Hier ist auch kein Eisen mehr drin, aber wir haben bei noch dir einen Katzen Diamanten oder sowas? In der Ecke. Katzen? Nee. Aber ich gehe jetzt erstmal pennen. Jetzt spawnen wir gerade wieder. Ich hab eine Kiste gefunden. Keine Melonen. Aber hier sind irgendwo Katzen. Wieso sind hier Katzen? Wie kann das sein? Taunium ho! Melon Seeds! Oh mein Gott! Ich hab Melon Seeds gefunden. Drei Stück. Was lasse ich denn jetzt hier? Verdammt. Hier Kabelstone. Was nehme ich noch mit? Oh, eine Puma Iron Pickaxe. Doch, die nehmen wir auch mit. Komm. Was lassen wir hier? Ungebratenes. Hier brauchen wir eine Taunium ho? Och, nimm sie doch mal mit, wenn du Platz hast. Lass dir für Kohle oder so da. Safari-Net, Single-Used. Oh, geil. Nimm mit. So, irgendwo was, Creeper, hier bevor Diamanten? Ich mich da wieder hinstelle. So. Nein. Wir brauchen jetzt quasi eine. Aber normalerweise eine Kiste ist doch zu wenig, oder? Da müssen noch mehr Kisten sein, wo eine ist, oder? Ja, nicht unbedingt. So, haben wir denn schon Indirium Ingot? So, hab ich gegen Ende der Aufnahme heute noch meine Melon Seeds gefunden. Ich dreh am Rad. Bin sowas von begeistert. Echt nicht mehr, aber ich höre noch Katzen. Wieso sind hier unten Katzen? So, Indirium Blend macht man aus Pyrosium Dust. Ah. Und kannst du mir erklären, warum ich hier unten Katzen höre? Magma Crucible. Kann das sein, dass hier vielleicht eine Hexe rumrennt und diese Katze dabei hat? Kann das sein? Kann sein. So, wir brauchen ein Tin Gear. Können wir nicht mehr machen, weil kein Eisen mehr. 22, gut. Die Katzen sind stark, oder? Von den ja, die sind wirklich ein bisschen OP. Gut. So, ein Tin Gear. Was haben wir da? Jetzt mal weiter gucken, ob hier noch so eine andere ist. Und der Chest meine ich. So, ein Tin Gear. Oh. So, und da fehlt jetzt Glas. So, dann hätten wir das Ding. Dann brauchen wir sowas einmal. Dann brauchen wir Copper Gear 2. Wir wollen nicht viel Level oder sowas. Haben wir irgendwas? Haben wir auch einen XP Drain, oder? Ja. Ich schleppe 37 Level mit mir rum. Den brauchen wir. Soll ich auch sagen, warum? Warum? Weiß ich gar nicht. Boah, Gott. Oh, mehr Fackeln, ich brauche mehr Fackeln. Oh, jetzt habe ich viel zu viele Fackeln gemacht, verdammt. Ich weiß, mit Kabelzone weg, brauche ich eh nicht. Jetzt habe ich die Mine nicht ganz erkundet, komme aber trotzdem raus, weil ich einfach. Magma Crucible. Ich hoffe, es ist irgendwo ab hier, irgendwo nach oben. Und ich habe schon den Magma Crucible gebaut. Gut, haben wir halt eine als Reserve, falls mal eine hochfliegt. Jetzt habe ich natürlich hier schön Sachen verschwendet. Pass halt drauf. Frage am Rande, willst du noch eine Folge machen oder wollten wir jetzt aufhören? Na, wir können schon noch eine machen. Dann komm, ich krieg's noch nach Hause in dieser Aufnahmesession. Das ist gut. So, dann packen wir das hier rein. Ich muss nur 700 Meter bis zu meinem Boot rennen und von da aus dann 2 Stunden fahren. So, genau. Und ich glaube, nach Hause laufen näher ist. Nach Hause laufen sind nämlich nur 872 Meter zum Boot. Nach Hause laufen? Laus dich nach Hause! Ach, Maul jetzt, Blaise. Ja, weißt du, verstehst du, renne ich jetzt 600 Meter zum Boot oder 800 Meter nach Hause? Und oder muss ich mit dem Motor aber noch allerdings eine ganz schöne Strecke fahren? So, Configuration. Ach, das ist zu wenig. Okay. Dann brauchen wir noch eine Ender Pearl. Pearl of Ender. Ja, Black Pearl. Ich dachte gerade an Pearl Harbor.